Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin etwas erkältet, meine Stimme ist etwas angeschlagen, die Uhrzeit ist reichlich spät und nichtsdestotrotz bin ich wild entschlossen, jetzt ein bisschen Stimmung in die Bude zu bringen. Denn ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Aufbruchstimmung von diesem Parteitag. Der 26. Mai wartet auf eine kämpferische, auf eine geschlossene und auf eine entschlossene Linke. Und für so eine Linke will ich mit Martin zusammen an der Spitze stehen. Frau Demirel, sind Sie Europäerin? Frau Demirel, sind Sie für oder gegen Europa? Bekennen Sie sich zu Europa? Diese Frage wird mir derzeit gestellt. Mir, während auf der anderen Seite eine Frau Merkel, ein Herr Schäuble, die Griechenland erpresst haben, die anderen Ländern eine Sparpolitik aufdiktiert haben, als die großen Europäerinnen dieses Landes gefeiert werden. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, dieses Spiel spielen wir nicht mit. Uns geht es um reale Verbesserungen und nicht um abstrakte Symbolpolitik. Europa, liebe Genossinnen und Genossen, Europa, das ist für mich die Seebrückenbewegung. Europa sind die Kolleginnen und Kollegen von Amazon, von Ryanair, die für gute Arbeit, für gute Löhne kämpfen. Europa, das ist für mich die Mieterinnenbewegung in Deutschland, in Spanien, in verschiedenen Ländern Europas. Europa, das sind für mich die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag auf die Straße gehen für eine gerechte und nachhaltige Umweltpolitik. Das Europa, liebe Genossinnen und Genossen, für das ich stehe, ist das Europa der Menschen, ist das Europa der Millionen und nicht der Millionäre und Konzerne. Und das sind die Menschen und die Bewegungen, die ich eben genannt habe, die Hoffnung geben auf eine politische Wende, denn diese politische Wende ist bitter notwendig. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Kritik an Europa richtet sich nicht gegen die Freizügigkeit für Menschen. Unsere Kritik an Europa richtet sich auch nicht grundsätzlich gegen internationale Zusammenarbeit. In unserer Kritik geht es nicht um weniger als um eine Wirtschafts- und Politikordnung, welche permanente Ungerechtigkeiten produziert. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns diesen Europawahlkampf zu einem Wahlkampf für Gerechtigkeit machen, zu einem Wahlkampf für soziale Errungenschaften, für Menschenrechte und Frieden. Und natürlich, liebe Genossinnen und Genossen, akzeptieren wir es nicht, dass die EU Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet, dass unsere Umwelt zerstört wird für Profitinteressen einiger weniger, dass die Automobilindustrie nachhaltig geschont wird und die Kosten der Klimawende, der Energiewende, den Menschen, den Konsumenten und den Beschäftigten aufgebürdet werden soll. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, da sind wir klar. Da sind wir klar zugespitzt und da sind wir klar auch an der Seite derjenigen, die die Mehrheit dieser Gesellschaft ausmachen. Liebe Genossinnen und Genossen, während die Reichen europaweit immer reicher werden, werden die Armen zahlreicher. Über 112 Millionen Menschen in der EU sind arm. Und gleichzeitig haben die reichsten sieben Menschen in der EU ein Vermögen von etwa 300 Milliarden Euro. 300 Milliarden Euro. Das ist fast doppelt so viel wie der gesamte EU-Haushalt. Wer, wenn nicht wir als Linke, soll diese Misere ansprechen? Wer, wenn nicht wir, muss in dieser Situation für konkrete Verbesserungen kämpfen? Liebe Genossinnen und Genossen, als Gewerkschafterin stehe ich selbstverständlich für soziale Mindeststandards. Ich stehe für armutsfeste, gute Mindestlöhne und gute Renten. Ich stehe für Investitionen in eine soziale Infrastruktur sowie den ökologischen Umbau. Und als Tochter einer politischen Flüchtlingsfamilie werde ich mich nicht damit abfinden, dass paktiert wird mit einem Despoten wie Erdogan, dass libysche Warlords eingesetzt werden, um Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Nein, liebe Genossinnen und
Genossen, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, nachhaltig, nicht die Menschen. Wir lassen Flüchtlingshelferinnen nicht kriminalisieren. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde euch noch so viel sagen zum Thema Militarismus, zum Thema Gerechtigkeit. Doch es wurde abgeklingelt. Die Klatschzeit wurde übrigens nicht berücksichtigt. Özlem, das wäre nett gewesen. Ich komme zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen. Özlem. Lasst uns nach diesem Parteitag die Ärmel hochkrempeln und lasst uns deutlich machen, dass wir, egal ob in Rostock oder Freiburg, egal ob in Berlin oder in Brüssel, dass wir kämpfen für Investitionen in eine soziale Infrastruktur, dass unser Platz klar ist an der Seite der lohnabhängigen Menschen. Und lasst uns nach diesem Parteitag gemeinsam und entschlossen, wild und kreativ, lebendig und leidenschaftlich einen Wahlkampf führen, einen Wahlkampf, der uns stärker abschneiden lässt als bei der letzten Wahl. Dankeschön.